So, liebe Leute, ein herzliches Willkommen zurück. Der Kalle für euch am Mikrofon aus Mafia 3. Und es geht weiter. Wir müssen Vier-Finger-Charlie konfrontieren in der Kirche. Das hatten wir ja in der letzten Folge gesehen, wo wir da schon hin müssen. Wir haben noch fix unser Geld in den Tresor gepackt, dass es uns nicht verloren geht. Und jetzt wollen wir da drüben den Laden mal ein bisschen hochnehmen. Oh, Alter. Ja, da würde ich mal sagen, wir gucken mal, wie wir das am geschicktesten machen. Okay, hier ist schon mal der Eingang. Das habe ich gehört. Und da können wir gleich den ersten platt machen. Seht ihr das? Alter, was ist denn mit dem? So, jetzt aber. Oh. So, dann nehmen wir mal seine Wumme. Sofern wir die nicht... Ja, wir haben schon eine. Sehr schön. Okay. Wow, shit. Oh, Mist. Jetzt haben wir natürlich die Jungs hier rangeholt. Shit. Das war so eigentlich nicht geplant. Wir haben kaum noch Munition, sehe ich gerade. Ist jetzt natürlich schlecht. Okay, jetzt suchen sie uns. Dieser Hurensohn kann sich nicht für immer verstecken. Okay. Jetzt kommt der Boy da drüben. Ah, das wollte ich eigentlich so nicht machen. Ja, komm mal ran. Wow. Zack. Okay, Munition haben wir jetzt wieder ein bisschen. Müssen wir bloß gucken, dass wir da irgendwie jetzt... Drüben läuft einer. Okay. Komm her. Komm mal ran. Okay. Haben wir auch wieder ein bisschen Munition für unsere Pumpgun. Da ist ein Wachposten, da ist ein Wachposten. In Ordnung, ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal da drüben. Ja, dir geht's nicht so gut. Wem geht's nicht so gut? Komm her. Shit, so sieht er uns, ne? Tritt, wenn ich abgeknallt werde. Okay. Ah, Mist, ey. Das wollte ich eigentlich so nicht machen. Ich wollte es ganz anders machen. Scheiße, ich muss nachladen. Alter, jetzt kommen sie aus allen Rohren. Aus allen Rohren. Konnte er uns nur abschütteln. Okay. Ah, fängt das schon gut an, die neue Folge. Es läuft nichts nach Plan. Aber so kriegen wir es natürlich auch, weil die KI natürlich in Mafia 3 wurde ja auch schon schwer bemängelt. Nicht die intelligenteste ist, so wie jetzt hier. Sie verstecken sich halt nicht, sie laufen auf uns zu und so weiter und so fort. Oh, wo ist denn da noch einer? Da rennt doch einer. Ach nee, das ist der. Oh. In Ordnung. Würde ich sagen, wir schnappen uns da hinten mal den... Ah, da ist eine schusssichere Weste und so drin. Und hier, Spritze. Sehr gut. Dann holen wir uns die da hinten noch. Können wir auch gebrauchen. Schusssichere Weste. Okay, sehr schön. Jetzt haben wir uns das wenigstens mal rangeholt hier. Als hätte ich gerne den Wachposten dann noch. Wo ist denn der? Steht da drin. Da hinten.
hinten läuft er. Okay. Hört er nicht. Ah, doch jetzt. Hey, die kommen für unsere schweren Jungs! Gott. Ich werde auf dein Grab pissen. Alter, wie die drauf sind. Hey, ihr Penner, er ist da drüben. Komm her. Mir Rückendeckung. Was du kriegst eine Ladung Schrot, Alter, aber auch nicht mehr. Gott, sind die dämlich. Ich mache nur meinen Job. Meinen Traumjob. So. Sonst noch wer ohne. Kohle immer einstecken. Okay. Spring doch hoch. Oh, da sind noch welche. Jetzt geht's dir ans Leder, Freundchen. Shit, den habe ich gar nicht gesehen. Da ist nichts von ihm übrig. Wir dürfen nicht auf diese Art Männer verlieren. Kommst du um ihn herum? Dieses Stück Scheiße steht genau vor mir. Ja. Das haben wir jetzt, so. Alles klar. Das Anwerben eines Geschäftsbosses kann den Eintrag jedes Geschäfts erhöhen, das du übernimmst. Dazu solltest du die Geschäfte verwandeln und abhören. Jetzt würde ich sagen, wir nehmen erstmal den Typen hoch. So. Komm her. Du Bastard. Das muss ich wieder gedrückt halten. Jetzt hat er auch wieder sein Messer. Hat er die ganze Zeit irgendwie nicht gehabt. Was machen wir? Töten oder ab? Anwerben. Ja, komm. Arbeite für mich und du lebst vielleicht lange genug, um deine Kinder großzuziehen. Okay, klare Sache. Was immer ihr wollt. Das ist gut, Charlie. Wirklich gut. So, Heroingeschäft gesichert. Nice. Bin ich gespannt, wie es weitergeht. Marihuana. Die Kosten für deinen nächsten Anruf bei Cassandras Verbündeten werden übernommen. Okay. Büchsenmacher und Präzision. Jean Bastide überarbeitet die Zielvorrichtung deiner Waffe, sodass sich deine Präzision verbessert. Aktuelles Einkommen? 64.000. Alter, im Monat? Cassandra zuweisen? Okay. Ah, ich kann das jetzt Cassandra... Ah... Schick deine Jungs zur First Baptist Church. Wir haben uns die Redneck-Wichser vorgenommen. Ich schicke sofort ein paar Männer rüber. Und danke. Okay, das heißt, der Laden gehört uns jetzt auch. Nice, nice. Jetzt machen wir auch ein bisschen in Drogen. Da kommen unsere Jungs. Okay, sehr cool. Ihren Namen bitte, fürs Protokoll. Donovan, John. Mr. Donovan, Sie wissen, dass Sie durch Ihr Erscheinen vor diesem Komitee auf Ihre verfassungsmäßigen Rechte hinsichtlich Rechtsberatung und Selbstbeschuldigung verzichten. Sicher. Und Sie bestätigen weiterhin, dass Sie mit Ihrem Erscheinen vor diesem Komitee damit einverstanden sind, dass absolut alle Informationen bezüglich der Ereignisse in New Bordeaux im Sommer und Herbst 1968 öffentlich werden. Sonst würde ich hier nicht sitzen. Sie waren Agent bei der Central Intelligence Agency von 1953 bis 1969, ist das korrekt? Das ist richtig. Wann kamen Sie nach Vietnam? Das war im August 61. Bitte erzählen Sie vor diesem Ausschuss, was Sie damals alles so getrieben haben in Vietnam. Also zuerst war ich ein paar Monate in Saigon. Danach versetzte man mich auf eine Basis der Special Activities Division in Laos. Wir bewaffneten und trainierten die Hmong und ließen sie dann auf die NVA los.
Die hat Waffen über den Ho Chi Minh-Pfad geschmuggelt. Und Sie arbeiteten mit Lincoln Clay an dem, was später das Phoenix-Programm hieß? Lincoln leitete etwa ein Jahr eine eigene Aufklärungseinheit. Wir haben in Vietnam feindliche Stellungen aufgespürt und den Gegner entweder ausgeschaltet oder gefangen genommen und verhört. Wenn ich daran zurückdenke... Oh mein Gott. Sie ahnen ja nicht, was wir mit den Wichsern alles angestellt haben. Alter, da geht's ab. Da geht's ab. Okay. Heroingeschäft gesichert. Rede mit Cassandra. Erledige Richie Duché. Okay. Aber erstmal reden wir mit Cassandra und erstmal stecken wir uns natürlich wieder hier fett unsere Kohle ein, sofern vorhanden. Wo ist Geld? Da liegt kein Geld. Aber Medizin nehmen wir ein bisschen mit. Sehr schön, haben wir schon wieder zwei. Sind hier keine Kohle irgendwo noch? Na, das scheint nicht so. Okay. Also, der Laden gehört jetzt auch uns. Sehr schön. Was ich jetzt gerne noch ein bisschen machen würde. Ah, die labern da drüben, okay. Ich würde ja mit euch ein bisschen die Open-World-Erkundung machen. Aber ich weiß nicht so genau, was es da jetzt momentan alles zu erkunden gibt. Was haben wir denn hier? Erledige Richie Duché. Als Reaktion auf deinen Angriff im Hollow hat Duché seine Leute in Baron Simities Rummelplatz zusammengezogen, um sich neu zu formieren. Okay. Rede mit Cassandra. Medizinschrank. Heroin. Emmanuel kontrolliert von hier aus das ganze Marihuana-Geschäft. Verdienst 34.000 bis 50.000. Okay. Was sind denn das für Dinge? Ah, das sind die Teile, die wir verwanzen können, ne? Verteilerkasten, genau. Pass auf, da fahren wir erstmal zum Verteilerkasten. Wo ist unser Auto? Das hatte ich eigentlich da drüben geparkt. Jetzt ist es weg. Na super. Sie entschuldigen, ich brauche Ihr Kfz. Oh. Steigt ihr gleich aufs Dach? Los, raus! Raus! Doch, genau das. Ja, komm, mach dich vom Acker, Mann. Da kann ich mir die Verteilerkästen hier nicht anzeigen lassen. Doch. Da würde ich gerne erstmal hinfahren und würde mir den mal vornehmen. So. Waren wir hier nicht schon? Ja, da waren wir schon. Ist doch das Diner, wo wir die anderen hochgenommen haben. Macht aber nichts. Wir nehmen uns trotzdem den Verteilerkasten vor. Okay. Hier. Und zack. Ich sag's ja bloß. Kann doch nicht einfach irgendein Arschloch hereinspazieren und unseren Scheiß total in die Grütze fahren lassen. Wir sind nicht besser. Okay, sehr schön. Haben wir das? Ah ja, dann kriegen wir hier auch die Sachen freigeschalten. Okay, sehr cool. Bei John Donovan. Ah, da bauen wir mal einen ein. Ich würde den Ex-CIA-Typen nie länger trauen, wie ich sie sehe. Und schaffen wir. Andere jetzt wahrscheinlich voll neben reingerannt. Ah, die Karre. Kommt mir so schnell vor auf einmal. Wow, das war knapp. Alter, heizen wir durch die Gegend. Ja. Sauber abgestellt, die Karre. Ah, das ist eine Wäscherei. Und da liegt Playboy-Heft. Das will ich haben. Nicht genug Sicherung. Ah, ich brauche Sicherung.
Naja, wir machen jetzt erstmal hier einen Bruch. Zack, das hätten wir auch. Denn der Typ da? Steht da rum. Trinkt ein Bier. Ach, interessiert ihn nicht. Oh. Okay, dann haben wir mal schlafen gelegt. So. Da läuft einer. Okay, ich will aber nur das Playboy-Heft, Freund. Oh, hallo. Verzeihung. Wo kann man denn hier den Laden ausräumen? Employees only. Hier vielleicht? Das ist eine Arbeitseinstellung. Liegt hier rum und schläft. Na, hier ist nichts mehr. Schade. Aber hier muss man. Nein, das sind ja die Automaten, ne? An den Waschdingern. Schade, schade. Okay, das heißt, wir brauchen irgendwoher Sicherung, wenn wir hier weitermachen wollen. Great Prices, okay. Open 24 Hours. Okay. Das bedeutet, hier können wir jetzt erstmal nichts machen. Ja, das bringt eigentlich nicht viel. Wir müssen eigentlich direkt mit Cassandra reden, ne? Es hilft ja alles nichts, aber wir müssen in der Story ein bisschen weiterkommen. Das da hinten. Das Blaue. Das sehen wir doch nicht, ne? Doch, ich meine, wie wäre es, wenn ich mal näher ranzoome? Das hier. Eine Sicherung. Da haben wir eine Sicherung. Da ist ein Catfish Queen. Was ist das hier? Kommunistische Propaganda. Okay. Hier liegt noch eine Sicherung. Da haben wir. Die Lounge? Okay, sehr nice. Ah, okay, da hinten liegen die Sicherungen. Entschuldigung, ich muss hier mal durch. Ich muss hier mal durch. Vielen Dank. So, holen wir uns erstmal die Sicherung. Das ist ja wichtig, dass wir hier die Abhöraktion weiter starten können. Und auch das war wieder klar, dass wir hier nicht durchkommen. Shit. Okay, aber hier? Na, wir steigen den mal aufs Dach. Kommen wir nicht. Mist. Aber wir können hier rein. So sieht's nämlich aus. Hier gibt's eine Sicherung. Oder auch nicht. Doch, da liegt doch die Sicherung. Sag ich doch. Sehr schön. Haben wir uns die jetzt geholt? Na komm, gib Gas, Junge. So, Vollgas. Biegen hier mal rechts ab. Ich glaube, da gibt es noch die Kneipe, die eine oder andere.
Ich mir gerne mal an. Hoppla, Entschuldigung. Hier parken wir mal. Was soll's denn?